So, willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Wir sind wieder im Haus der Weisheit und müssen an dem Symposium teilnehmen, wo die schlauesten Köpfe Bagdads zusammenkommen, um ihr Wissen miteinander zu teilen. So, und bei den schlauesten Köpfen Bagdads dürfen wir natürlich nicht fehlen, ne? Na, schauen wir mal. Ich kann bestimmt nirgendwo mitreden. Ich fühle mich jetzt schon wieder so wie dieser Außenseiter, Verzeihung, ich möchte, der ganz andere Hobbys hat. Fasil Fahims Vorlesung über die vorsintflutlichen Vorfahren der Menschheit beginnt bald. Labe dich bis dahin gern an unserer reichen Auswahl vorzüglicher Köstlichkeiten und Erfrischung. Oh. Ja, ich labe mich doch gerne an Speis und Trank. Aber wo ist denn Speis und Trank? Arib al-Mamunia, die Dichterin. Okay, belausche die Freunde der Dichtkunst in der Nähe. إن الطريقة التي يقترحون بها حساب مواقع القبة باستخدام ذلك المنهج. Hat mir jetzt nichts gebracht, ne? Ich habe kein Wort verstanden. Okay, wir versuchen es nochmal. Host Arib al-Mamunia, die Dichterin. Host Arib, ich hatte gehofft, ihre strahlende Präsenz erleben zu dürfen. Man sieht sie so selten außerhalb der runden Stadt. Die Wunderbare ist im Garten und sinnt über die Vollkommenheit der Natur nach. Ach, wäre ich nur eine Blüte in ihren kundigen Händen und Muse für ihre salbenden Verse. Sie wird erleichtert sein, einmal nicht von ihren reichen Gönnern belagert zu werden. Oh, vielleicht führt sie ein aufregendes Doppelleben und schleicht sich aus den Palästen, um Inspiration im einfachen Leben zu finden. Mhm. Ich bezweifle es. Mir ist aufgefallen, wenn ich ganz genau hinhöre, dann verstehe ich sogar, was die sagen. Die Dichterin Arib ruht sich im östlichen Außenhof aus. Süden, Osten. Weg da. Ah, hier kommen wir wieder nicht durch. So. Da ist diese Dichterin, die Tabit liebt, deren Werke sich stets an unerwarteter Stelle finden. Geist der Sande, Steuermann der Wüstenschiffe, aus fernen Landen bring an unsere Ohren, von deinen windberührten Lippen, das Lied der Spiegelung, den Kuss, der ergreift. Ja, ich bin ein ganz guter Küsser. Ich würde gerne mal mit Ihnen reden. Ja? Symmetrie von See und Himmel. Doch nur in deinen Augen treffen sich diese Gefilde. Du kennst mein Werk. Und wer bist du wohl? Ein Freund der Dichtkunst. Mehr ja, nicht. Einmal überflogen, ne? Oder besser, des Chaos. Ich kenne nur einen lebenden Dichter, der das Chaos so sehr liebt. Ali ibn Muhammad. Verehrst du seine schlichte Arbeit? Der Wettstreit zwischen euch beiden ist wohl bekannt. Er nährt die Kunst. Ich weiß nicht zu wählen. Höchst diplomatisch. Aber ich lasse mich lieber von diesen lieblichen Blumen inspirieren. Einen guten Tag. Ja, scheinbar reicht unsere Muse nicht aus. Ode an Al-Bahamut. Uns trägt auf seinen Rücken Al-Bahamut dort unten. Nichts hält uns von der Schwärze fern, nur Al-Bahamut dort unten. Alles verfiele dem Chaos. Gäbe es nicht Al-Bahamut dort unten? Unsere Schwäche verriet uns, gäbe es nicht Al-Bahamut dort unten. Zu groß für die Augen Sterblicher ist Al-Bahamut dort unten. Und so leugnen die Unwissenden Al-Bahamut dort unten. Doch die Weisen lieben ihn, Al-Bahamut dort unten.
Auf ewig beschützt er jene über ihm Al-Bahamut dort unten. Ja, ich habe da auch so ein richtig geiles Gedicht. Ich könnte auch mitmachen, ne? Patrick läuft über den Hof, dort unten. Jetzt läuft er eine Treppe hoch, dort unten. Schubst ein paar Leute durch den Gang, dort unten. Hey, Neunfinger, hier drüben. Irgendwann klettert er aufs Dach, dort oben. Ich sagte doch, wir sehen uns. Wohl wahr. Was führt dich wieder her? Ich möchte dir etwas zeigen. Okay. Aber Nihal ist gekommen, extra um uns etwas zu zeigen. Ich frage mich wirklich, ob sie noch zur Bruderschaft kommt oder ob sie stirbt. Die Langweiler im Haus der Weisheit sammeln die wildesten Kinkerlitzchen und Geräte. Ich war schon mal hier, Nihal. Das ist Ahmad ibn Musas Werkstatt. Hast du dich da reingeschlichen? Ahmad und seine Brüder können wahrlich fantastische Apparate entwickeln. Nicht alle seine Einfälle sind so nützlich, fürchte ich. Guck nicht so selbstzufrieden. Die Welt ist voller Wunder. Oh, oder richtiger Plot-Twist. Sie ist das Oberhaupt des Ordens. Das wäre der Hammer. Da wäre ich aber geschockt. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht, entweder kommst du zur Bruderschaft oder sie stirbt, weil wir sind der Held der Geschichte und in der Regel sterben immer die geliebten Menschen um einen herum. Da läuft mir ein Schauer über den Rücken, als würde ich ein kosmisches Geheimnis lüften. Aber wenn wir ihr helfen würden und sie wäre der Kopf der Bruderschaft, des Ordens. Und du liest zu wenig. Vielleicht gibt und sie es nutzt uns Welt, aus. Andere Völker zwischen den Sternen. Unsinn. Das wäre natürlich der Hammer, ne? So, einen brauchen wir noch, glaube ich. Hier waren drei Skizzen, ne? Letztes Mal. Sag mal, habe ich Schokolade am Arsch oder was? Läuft mir hier die ganze Zeit hinterher, du. Steht denn im Weg rum? Boah. Typisch Nihal. Okay. Ich komme nicht mehr drauf. Wo war denn das? Ach so. Wir gehen wieder zurück. Das war's schon mit den Skizzen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir wieder drei Stück suchen müssen. Der Übersetzer. Was macht der noch hier? Oh, warte. Der Übersetzer. Was macht der noch hier? Unain, du solltest nicht so bald zurückkommen. Ja, ich fürchte mich auch. Doch konnte ich meinen Büchern nicht fernbleiben. Ich schätze, man folgt immer seiner Pflicht. Bis bald. Okay, mein Leben wäre mir mehr wert als ein Schulbuch, aber na gut. Jeden das seine. So, was darf ich denn jetzt machen überhaupt? Hast du einen Geist gesehen? Der Sternkundler könnte zu Ihnen gehören, obwohl ich das bezweifle. Said, es ist mir eine Ehre, deine Bekanntschaft zu machen. Wie schön, wenn mehr junge Leute das Haus der Weisheit aufsuchen. Glaubst du, der große Gelehrte wird eine gute Vorlesung halten? Vergeude deine Zeit nicht mit seinem Gerede. Ich habe viel praktischere und ergötzliche Bücher geschrieben. Gar nicht arrogant. Unter anderem über Sonnenuhren, Astrolabien, okay. Sterne und Planeten, sowie über den Umfang der Erde. Faszinierend, Said. Ich werde deine Bücher lesen. Auf bald. Achtung, Gäste des Symposiums. Das sind
Die Vorlesung des großen Gelehrten beginnt nach kurzer Verzögerung. Dann folgt der Pfeil an unseren schmackhaften Kleinigkeiten und dem prickelnden Scharfsinn eurer Mitgäste. Entschuldigung, die Vorlesung beginnt bald. Bitte vergnüge dich mit den anderen Gästen, bis der Gong euch ruft. Achso, ich dachte jetzt, ich darf mit ihm sprechen. Entschuldigung, die Vorlesung beginnt bald. Bitte vergnüge dich mit den anderen Gästen, bis der Gong euch ruft. Nahen Fall anzeigen. Bringe die Bücher ins Haus der Weiße. Nein, nein. Mach das weg. Naja, wir wollen jetzt hier nicht switchen, ne? Okay. Muss ich noch mit jemandem hier Informationen austauschen? Sieht aktuell nicht so aus. Da haben wir noch die Soldaten. Brauchen aber lange, um so eine Leiche zu entsorgen. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Liebe Besucher, leider müssen wir mitteilen, dass die Bibliothek bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Bedienstete sind angewiesen, den Eingang im zweiten Stock zu nutzen, der über die Haupthalle erreichbar ist. Ich bin mir nicht sicher, ist das jetzt ein Hinweis für mich? Wahrscheinlich nicht. Okay, ich glaube, wir müssen nochmal in die Werkstatt, weil er zeigt mir das ja immer noch an. Nihal hat in Amats Werkstatt ungewöhnliche Skizzen gefunden. Jetzt die Frage, wo waren jetzt nochmal Ahmads Werkstatt? Oh Gott, ich bin gerade so brain fuck. Wo bin ich denn da hinten? Ist das hier in dem Mittelgang? Ah ja, genau, hier ist es. Okay, Nihal, scheinbar sind wir noch nicht fertig, oder? Hiermit können wir nicht mehr interagieren. Hier liegt nichts. Ah. Erinnert dich das an deine Albträume? Nein. Eher an etwas aus dem Bimaristan. Oder an einen Übungsplan der Verborgenen. Ah ja, lautlose Arten, schnell zu töten. Tod in Sekunden. Was ist ein Problem, Alter? Brauchen wir noch eine Skizze? Die hier hatten wir schon. Du stehst da auch wirklich nix helfend stehst du hier rum, ne? Wartest einfach, bis ich meine Rätsel hier gelöst habe. Das können wir bewegen. Die Zeichnung scheint nicht zu interessieren. Die haben noch gerade über... Bagdad. Okay, die reden auf jeden Fall über uns. Denn nur ein Verrückter würde sich wagen, die heute anzugreifen. Die sind nämlich mit Verstärkung da. Nihal, ich weiß nicht, was du jetzt hier noch von mir willst. Wir waren hier, wir waren da.
Die sind hier drüben gewesen. Das waren drei Skizzen. Jetzt stehst du hier da wie doof. Kannst du mir nicht irgendwie helfen? Oh, das habe ich schon einmal gesehen. Ist doch verarsche. Ist es das, was du mir zeigen wolltest? Ja. Es erinnert mich an das Ding, das wir im Palast fanden. Was ist das? Eine Zeichnung aus einem uralten Buch. Du verschweigst mir doch irgendwas. Du willst nicht wissen, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Wieso? Weil du es auch nicht weißt? Weil, wie Darwish sagt, es manchmal besser ist, die Wahrheit hinter den Dingen, die wir tun müssen, nicht zu kennen. Die Wahrheit ist, Basim, dass alles hier ist, direkt vor deinen Augen. Aber du willst es nicht sehen. Es geht um dich. Es ging immer nur um dich seit jener Nacht. Ich habe einen Eid geschworen, mein altes Leben hinter mir zu lassen und dem Pfad der Schatten zu folgen. Vielleicht findest du eines Tages das Licht. Doch bis dahin bleibe ich bei dir, bei jedem einzelnen Schritt, damit du auch ja nicht vergisst, wer du bist. Willst du mir drohen? Das weiß ich nicht. Da ist wohl wer verliebt. Gut, wir machen jetzt Tech-Team, ja? Klingt, als würde die Vorlesung bald beginnen. Ich sollte zurück zum Kahraman. So. Dann können wir jetzt endlich am Symposium teilnehmen. Als gebildete Leute, die wir ja nun mal sind. Verzeihung, wird Fasil Fahims Vorlesung bald beginnen? In der Tat. Geh hinein, wenn ich bitten darf. Willkommen alle miteinander im Haus der Weisheit. Dem Hort des Lernens in Bagdad. Ach, was sage ich? Der gesamten Welt. Ich bin Fasil Fahim Al-Kemsa, oberster Gelehrter des Hauses der Weisheit. Weisester der Weisen. Heute werde ich euch mit etwas erschüttern, das nach unerhörter Blasphemie klingt. Seid unbesorgt. Ich mag alt sein, doch mein Verstand ist noch scharf wie Stahl. Rundstahl. Heute spreche ich von Mysterien, von Geschöpfen aus vorsinnflutlicher Zeit. Erzählen nicht die alten Propheten von Riesen vor der Flut, die sich von Allah lossagten und falsche Götzen anbeteten? Ist es nicht möglich, dass diese Riesen Wunder schufen? Werke mit rätselhaften Kräften, die nun verloren sind. Oha. Zahra und Hassan sind tot, gerichtet durch einen Attentäter. Wirklich? Said, bitte versteck dich, bis es wieder sicher ist. Verzeiht, gute Leute, aber die Vorlesung ist beendet. Bitte, erkundet doch stattdessen die vielen Kammern im Haus der Weisheit. Ich find's toll, wie ich in der Masse untergehe. Also, dass da kein Verdacht geschöpft wird. Du nennst dich den großen Gelehrten, Fasil. Du verbrennst Bücher und hoffst, dass der Rauch deine Verbrechen vertuscht. Wie viele hast du auf deiner Suche nach Wissen geopfert? Wie viele hast du im Namen der Forschung benutzt, verletzt und weggeworfen? Jetzt versteckst du dich im Haus der Weisheit, das du auf Abwege gebracht hast. Doch ich finde dich und übe Gerechtigkeit für jedes Leben, das du für dein großes Werk zerstört hast. Töte den großen Gelehrten Fasil. Das Oberhaupt des Ordens in Al-Aba sicher trägt den Namen Ar-Rabizu, womit ein Dämon des alten Mesopotamien gemeint ist. Er wurde nun als Fasil Al-Kemsa, der große Gelehrte des Hauses der Weisheit, enttarnt. Sei es der unlautere Erwerb kostbarer Bücher oder die Durchführung unheiliger Experimente an Menschen, er ist ein lebendes Beispiel für verdorbenes Wissen.
Das große Symposium hat ihn enthüllt. Nun ist es an der Zeit zuzuschlagen. Suche nach Informanten, um Arrabisus Aufenthaltsort herauszufinden. Mit Belauschen, Bestechen, Schlüssel, Lesen, Maske, Totkopf. Die Farbe ist nur für den Innenbereich des Hauses geeignet. Ja, für die Innenwände. Achtung. WLAN. Achtung. Die Farbe ist nur für den Innenbereich des Hauses zugelassen. Deswegen ist sie sehr günstig. Na gut. Also jetzt müssen wir herausfinden, wohin er gegangen ist. Ich muss ihn zur Strecke bringen. Asyl. Also wir haben sehr viele Videofrequenzen heute mit drin. Da kommst du dann auf ein bisschen Lesen nicht drauf an, oder? Maljes. Schön geistiger Salon. Unterhaltung gab es in Abbasidenhof in vielerlei Gestalt, von ausschweifenden Falkenjagdausflügen bis hin zu Spaßmachern, die im Tümpel katapultiert wurden. Eine Art von Veranstaltung steht jedoch in besonderem Maße für diese Epoche. Der schöngeistige Salon Maljes. Dieser Begriff beschreibt sowohl die Zusammenkunft als auch den Ort, wo sie stattfand. Eine typische Maljes beinhaltet intellektuelle Debatten, Musikdarbietung, Gedichtvorträge und das Trinken von Wein. Veranstaltungsort dieser Salons konnte vieles sein, von den Gärten des Kalifen bis hin zu den Anwesen der Oberschicht. Kalifen luden häufig dazu ein, aber Minister und Höflinge waren ebenfalls begierig, sich durch das Ausrichten einer solchen Veranstaltung kultiviert zu geben. Eine Maljes war eine Gelegenheit für Mitglieder der Oberschicht, anspruchsvoll unterhalten zu werden, sowie eine Chance für gastierende Künstler, die Aufmerksamkeit derselben zu erregen. Durch astronomische Lehrstunden, lebhafte Debatten zwischen Muslimen und Nichtmuslimen, zu religiösen Grundsätzen oder freie Diskussion voll geistreicher Schlagabtausche und schlüpfriger Zoten, konnten sich Neuankömmlinge einen Namen machen. Sofortige Berühmtheit und sagenhafter Reichtum durch Gönner oder sogar dauerhafte Anstellung als Hofgelehrter winkten als Lohn. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer. Hoffe ich. Hier, da haben wir eine Lupe, da haben wir eine Lupe. Jetzt können wir erstmal. Jetzt müssen wir erstmal herausfinden, wo Fasil hingegangen ist. Ich hab's immer gewusst, dass er der böse Kopf des Ordens ist. Torwächter, lass mich durch. Jene, die vor uns kamen, sind. Was redest du denn da? Jene, die vor uns kamen, sind. Blöd. Ich komme auf dich zurück. Ich habe die Antwort. Erster. Jene, die vor uns kamen, waren Erster. Okay, belausche den verzweifelten Bibliothekar. Aber wo finde ich den denn? Ist jetzt nicht er da vorne, oder? Der alte Schwindler Fasil ist untergetaucht. Doch. Wie aufregend. Was mag den großen Gelehrten so erschreckt haben? Vielleicht ist dem alten Narren eins seiner vorsinnflutlichen Geschöpfe erschienen. Der Mann ist eine Schande. Aber wohin ist er geflohen? Angeblich gibt es unter dem Haus der Weisheit Geheimgänge. Vielleicht steckte da unten. Ja, ich hörte, wie auch der Dachgärtner solche Gänge erwähnt. Welch farbenfrohes Detail für meine Verse! Der Gelehrte floh durch geheime Stollen vor eingebildeten Göttern, die ihm an die Kehle wollen. Ein wunderschönes Gedicht. Ja, in den Ländern sind ja Tunnelgänge oder Tunnelsysteme tatsächlich sehr repräsent. Präsent. Ich hörte ein Gerücht über einen versteckten Keller unter dem Haus der Weisheit. Ein versteckter Keller? Soll das ein Scherz sein? Nein, ganz und gar nicht. So ein großes Gebäude hat doch sicher Keller und Untergeschosse, um Bücher und Tinte zu lagern. Ich bin mir keiner solcher Bereiche in diesem Haus bewusst. Okay. Wir können ihn jetzt bestechen oder wir können es selber herausfinden. Wir haben 12 Stück bestechen. Vielleicht ist ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung deiner Erinnerung auf die Sprünge. Sehr großzügig. Morde, Gemetzel und Feuer. Es wird höchste Zeit, dass ich das Haus der Weisheit verlasse.
Vater hat ein schönes Teppichgeschäft in Samarra. Er wollte immer, dass ich es weiterführe. Eine kluge Wahl. Nun, gibt es versteckte Keller? Oh ja, natürlich. Bitte verzeih. Jetzt, da du es erwähnst, es gibt eine Luke zum Untergeschoss auf dem nordwestlichen Hof. Danke. Ja, wunderbar. So, hier können wir in 20 Metern nochmal eben was belauschen. Jene, die vor uns kamen, sind Erster. 9 Meter. Auf dem Dach oder unter uns? Okay, der Dachgärtner könnte Zugang zum Kellergewölbe haben. Das heißt, wir müssen erstmal nach oben, damit wir später wieder nach unten können. Wer tief hinab will, muss erstmal hoch hinaus. So. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Okay, das ist gut. Warte mal, das ist hier auf der Etage. Komme ich hier rein? Selbstredend nicht. Wie seid ihr hier rausgekommen? Auch geklettert. Wir sind auch aus dem Innenhof hochgeklettert. Oh, fuck my life. Ich möchte jetzt hier ungern so einen großen Ärger anstreben. So, dann gehen wir nämlich einmal außen rum. Okay, und wir müssen einen runter, ne? Ich bin mir gar nicht sicher. Sind wir nicht hier irgendeinen Weg auch nach unten gekommen? Oder nach oben letztes Mal? Ich brauche den Vogel jetzt nicht. Ich will erstmal eine Etage tiefer, will ich erstmal lauschen. Ah. Okay, so kommen wir der Sache schon näher. Und dort drüben wäre jetzt nochmal ein Eingang, ne? Da können wir durchs Fenster, oder? In die Bibliothek. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Aber letztes Mal war hier ein Fenster kaputt, ne? Jetzt kommen wir diesmal, kommen wir hier gar nicht mehr lang. Okay. Ah, hier. Ach, war das doof. Komm erstmal raus, mein Freund. Wieso kommt der nicht raus? Du gehst doch jetzt nicht ernsthaft davon aus, dass ich drinnen Stress mache, oder? Jetzt machst du dir ins Hemd, hä? Zu langsam. Der kommt nicht raus. Ah, ich wollte ihn eigentlich mit rausholen, weil ich eigentlich auch drinnen keinen Ärger haben wollte. Okay, das war jetzt aber auch ein bisschen ärgerlich. Und dieses blöde Ausweichen. Oh, ich Fettfinger da jedes Mal. Statt Ausweichen drücke ich immer die Leertaste. Komme ich denn auf der Etage jetzt dahin? Hm?
Ja. War gut, dass wir hier den Weg schon mal kennen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob ich von hier da hinkomme, wo ich jetzt eigentlich hin will. Scheiß. Jetzt geh doch mal da hoch. Und auf die Stange. Danke. Ups. So. Jetzt kommen wir hier auch nicht raus. Oh nein. Ah. Die Tür ist verriegelt. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Oder auf. Kriegst die Tür nicht auf. Aber das Fenster ging auf. Bist du fertig, Spider-Man? Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Muss ich schon mal entscheiden. Also entweder setzen wir jetzt hier die Waffen ein oder nicht. Wie komme ich denn an den Ganoven ran? Jetzt komme ich hier nicht hoch, ne? Okay. Und die Luft ist rein. Weise mir den Weg. Müssen wir doch unseren schlauen City rausholen. Also hier haben wir zumindest einen Schlüssel. Oh, da sind wir aber gut hoch, ne? Mir knurrt der Magen. Da haben wir uns eine gute Ecke rausgesucht. Hier oben müssen wir lauschen. Nee, da drunter. Aber ich weiß leider... Ach, bestimmt brauchen wir erst den Schlüssel und dann können wir da runter gehen. Über die Dachluke. Und an diese Kiste kam ich noch nicht ran, ne? Aber hier ist auch nichts nachgespawnt. Also ich wüsste jetzt nicht, wie wir die Fässer da kaputt machen. Na gut, das wird sich zeigen. So, einmal gucken, wie viele Gegner haben wir. Besonders nach dem Mord in der Bibliothek. Was passiert nun mit diesem Ort? Erst die Schreie aus dem Untergeschoss. Da dreht sich mir der Magen um. Schlimmeres erlebt. Der Kampf mit dem Emir von Berda. Hey! Oh. Okay, kommst du runter? Oh, wunderbar. Ein Traum. Oder nicht? Ich bin sogar sichtbar. Keine Angst. Wenn es Ärger gibt, sind wir bereit. Nano? Ist auch nur ein Sprücheklopfer, ne? Ja. Den Sprücheklopfer haben wir schon mal weg. Los bei den Dächern bleiben, sag ich. Hier gibt es viel zu tun. Alte dunkle Korridore. Besonders nach dem Mord in der Bibliothek. Was passiert nun mit diesem Mord? So. Der Schlüssel ist der nützlichste. Den armen Gärtner lassen wir am Leben, ne? Da dreht sich mir der Magen um. Gut, Kellergewölbe im westlichen Außenhof. Westlicher Außenhof. Oder belausche den verzweifelten Bibliothekar, aber da komme ich jetzt noch nicht hin, ne? Ach, naja. Komm mal her. Surprise, Motherfucker. Oh Gott. Ach, dieses Ausweichen. So, wir müssen jetzt einmal zum westlichen Außenhof. Das ist ja gleich hier vorne. Blups. Weich gebettet in Rosen. Oh,
wie ich jetzt dufte. Und verdufte vor allem. Okay, im westlichen Außenhof. Sieht aus wie ein geheimer Eingang. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Wo? Ah, hier! Ich wollte gerade sagen, wo sieht denn der hier was?